So, my friends. Ich spiele auch mit Exhaust-Seal. Rakan spielt auch mit Exhaust-Seal. Ja, ich glaube, Kills in dieser Lane werden tendenziell nicht fallen. Zumindest nicht für uns. Weil wir haben einfach nicht den Damage, um die, glaube ich, zu killen. Danke dir, Avalon. Danke für den Freewin. Aber nächstes Mal bitte auf den Main, ne? Nächstes Mal bitte auf den Main. Kann man nicht Suppressed Attack spielen? Kann man machen, ja. Kann man spielen. Nee, ich glaube, wir werden reingepusht. Da bringt es mir jetzt auch nichts für Trinkets weg, top zu gehen. Ja, Lulu Vayne ist ziemlich disgusting. Also, Rakan hat sich quasi selbst gedoppelt countert. So, Rakan ist weder gegen Lulu noch gegen Vayne ein guter Pick, aber der hat halt Bock, Rakan zu spielen. Ich meine, ich habe einfach Ezreal gefirstpickt. Ich habe ja auch Ezreal gepickt, weil ich Bock habe, Ezreal zu picken. Von daher kann ich mich darüber eher weniger beschweren. Da wird auf jeden Fall keine einfache Lane. Also, Auto-Tech-Traden brauche ich hier gar nicht versuchen. Ich glaube, ich verliere einfach jeden Trade. Rakan ist nie ein guter Pick momentan. Ja, das ist auch richtig. Also es gibt Momente, da ist der Champion fein. So, da ist er not bad. Ist halt ein guter Playmaker, so. Aber auf der Lane ist er in den meisten Matchups nicht so gut. Ja, das stimmt. As first is reasonable. Ja, was macht der eigentlich hier? Was ist das denn hier? Also, Ezreal First Pick ist schon... Ich glaube, der Champion ist nicht so stark, dass er First Pick würdig ist aktuell, weil du hast halt schon sehr viele nicht so geile Matchups. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass ich die Matchups nicht gut genug spiele und die theoretisch eigentlich alle winnable sind. Ich glaube, wahrscheinlich kannst du die meisten Matchups mit Ezreal gewinnen, wenn du einfach besser spielst. Zack, Boneplating Gorn, nice. Hier Shield auch gone. Die pushen für Level 2. Wir kriegen sogar zuerst Level 2 hier. Ach ne, er hat der XP gemisst. Moment. Ja, aber Echo wird jetzt Topside gehen, ne? Das heißt, wir können uns hier austoben. Ja, wir haben sogar Pryor hier auf der Lane. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Ah, ist guter Trade. Double Summoner. Und ich habe meinen Pot geused, habt ihr gesehen? Ich habe meinen Pot geused. Ja, ja, ja. Focus on improve. Ich sehe hier den Gank-Angle von Grace, muss ich sagen, gleich aus der Base. I won't let my friends down. Ich sehe hier auf jeden Fall den Gank-Angle. Sollte hier noch mit uns mitpushen eigentlich. Sehr nice. Ich habe auch einen guten Reset. Ich habe Träne-Schienen. Irgendwie komme ich mit Ezreal immer auf Träne-Schienen-Reset. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat man immer 1100 Gold. Aber es ist noch eine Wave pushen hier. Wenn ich komme nicht auf meinem Smurf, habe ich absolute Maschinen im Team. Ist ja unglaublich. Ja, Sras ist auch richtig, ich skill auch zu spät. Aber ist halt etwas, was ich
in dem Moment nicht im Kopf habe. Und es gibt halt ungefähr 700.000 Sachen, die wichtiger sind, deswegen. Ja, schwierig zu fixen. So, wo ist denn das jetzt mit den. Mit den Pots? Wo kann man das jetzt einstellen? An welcher Stelle die Pots landen? Davon noch nie gehört. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich das einstelle. Hotkeys? I don't know. Item Shop. Alright, Ezreal. Stay calm and rely on your senses. Your abilities are still unstable. Ja, wir dürfen jetzt nicht cocky werden, ne? Wir sind immer noch. Also mein All-In ist immer noch echt kacke. Ja, den Kill wollte ich haben. Mit Ezreal immer Kills lasteten, ne? Ich hab gemerkt, wenn ich mit Ezreal early Kills bekomme, gewinne ich jedes Game. Also immer Kills lasteten. Ah, ich muss mir eine Item-Page machen. Ah, okay. Okay. So, jetzt ist die Frage, gehe ich für Ruby Crystal Longsword oder gehe ich für Kindle Gem? Ich gehe für Kindle Gem. Ja, als AD Carry muss man KSen, ne? Als AD Carry führt kein Weg dran vorbei, muss man KSen. Oh, 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 oh. Aber wir ballern mal die Musik ein bisschen rein. Ich brauche gerade ein paar Cat Gem Vibes. Ich hab keinen Mana! Ne, Joel Limo, dann gehen wir ins Buddy. Warum kein WoW mehr? Wir haben 4 Stunden gezockt, das reicht doch erstmal. Für den Start. Ich hab keinen Mana! Ach, na klar, bei den Games! Nee. Da ist ein Echo. Oh, so close, Digga. Echo könnte immer noch Bot sein, müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob die Vayne so aggro spielen würde, wenn sie alleine wäre. Kein Damage. Oh, Echo ist da. Ah, wenn ich da instant flashe? Wenn ich da instant flashe, überlebe ich. Scheiße. Ah, ich würde sagen, das war gut gespielt. Echo den Kill denied, Lulu hat den Kill gekriegt. Ich habe sogar noch den Kill gekriegt. Hatte ich Heal noch ready? Ach scheiße, ich hatte hier wirklich ready. Fuck, Mann. Ich habe auf meine Pots geguckt und gesehen, dass ich keine Pots mehr ready habe. Jetzt gucke ich auf meine Pots und dafür nicht auf meinen Heal oder was? Ah, shit. Aber ich würde sagen, overall war das schon. Wenn ich jetzt noch Heal drücke anstatt Flash, das wäre Pock, ja. Scheiße. Nicht gesehen, dass ich Heal ready habe. Das ist wirklich schade. Bro. Achso, das war mein Fehler. Ja, klar, das ist natürlich. Natürlich war das mein Fehler, Bruder, ja. Oder hat einfach 2-mal zu mir geeht, kann es sein? Ui. Aber wo ist denn Rakan gewesen? Da hat sie uns hart outplayed. Das war ein juicy Outplay von ihr.
Und deswegen ist Ezreal ein extrem schlechter Pick gegen Vayne. Deswegen ist Ezreal ultra garbage gegen Vayne, weil sie alles von dir dodgen kann und du null Damage machst. Aber hat sie gut gespielt, muss man ihr lassen. Hat sie sehr gut gespielt. Ich will ihnen sagen, wie das abgibt. Das hat sie wirklich sehr, sehr clean gespielt, muss man ihr lassen. Wenn ich da 1 G-Shot treffe, dann ist sie halt tot, ne? Also sie hat alles gedodged. Aber ich verstehe immer noch nicht so ganz, was der Rakan mit den Pings meinte. Also was habe ich da falsch gespielt? Er hat doch geintet. Er hat geultet und dann auf mich zurückgeeht. Ah, ist auch egal. Wir ulten hier, glaube ich, nochmal die Wave. Ja, 4 Botlane gerade. Rakan ist mit. Ich glaube, Rakan will nicht mehr mit mir lane nach der Aktion. Ja, aber Rakan hat keine Lust mehr. Also, wir machen halt 3 gute Aktionen, eine schlechte. Er sagt sich, Mann, scheiße, Ezreal, keinen Bock mehr. Machen wir hier. Oh, jetzt kommt die ganze Mannschaft runter. Na, an die Wall. Oh, das war eine ganz wilde Ultimate hier an der Stelle. Yikes. Die war wirklich äußerst radikal. Mir macht mein Q gerade noch voll wenig Damage. Ja, wir müssen aufpassen, die Vayne ist jetzt gerade richtig hyped, so. Die hat jetzt richtig Bock weiter zu carryen, weil sie einen guten Move gemacht hat. Da müssen wir ein bisschen respekten. Wir haben ja auch nur Hardwinning Toplane. Ja, ist halt ein sehr schlechter Fight. Na, jetzt haben wir die Vayne richtig schön durchgefeedet. Ich mache nur 170 Damage mit meinem Q, das fühlt sich so wenig an. Gut, ich habe halt auch 800 Gold für Leben ausgegeben, anstatt für AD, ne? Das ist wahrscheinlich auch durchaus ein Grund. Ah, die Vayne ist jetzt richtig, richtig big. Der Rakan hat gar keinen Bock mehr auf Botlane. Das ist wirklich so, ich mach eine Sache, die ihm nicht gefällt. Er ist raus aus Bot. Er denkt sich so etwas. Aber ich glaube, es ist sogar fein. Ich glaube, 2v2 können wir wirklich nicht mehr spielen. Na, ich droppe jetzt hier den Tower. Bringt mir nichts mehr auf der Lane Sustain. Ich kriege jetzt den Turm, aber das ist okay. Twitfest ist schon gone. Playdings sind gone. Hi, VTMC. Danke dir für deinen Sub, Buddy. 20 Monate Unterhaltung vom Feinsten. So, er soll diesen Patch nicht bastet sein. Ah, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich glaube, er ist gut. Aber ich glaube, bastet ist der falsche Begriff, to be honest. Also ich will nochmal wiederholen, ich bin sehr dick. Das ist richtig.
Ja, die Vayne ist hier safe base, die hat, die hat Krakenslayer fertig, das heißt, ich kann auch eine Wave pushen. Wenn die jetzt hier trappt, bin ich sauer. Wenn die jetzt hier im Busch trappt, bin ich sehr sauer. Mach mal bitte nicht, Vayne, mach mal nicht. Okay, wir move jetzt hier. Could be good, could be good. Nicht so gut. Die Dodge war gar nicht, sie läuft einfach nur geradeaus. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Rise move bot. Ein Q hat gefehlt. Schade. Ich meine, ich habe gerade fast ein 1v1 gegen den 5-1 Echo gewonnen. Ich glaube, wenn ich meine Pots instant drin gehabt hätte, hätte ich sogar gewonnen. Ich hätte ein Q mehr gebraucht. Ein Q hat gefehlt. Sad life. Nice. Oh, das war ein schöner Fight. Also ich muss jetzt gucken, dass ich mit Ezreal Midgame nicht zu sehr an Farm verliere. Das ist immer so mein Problem mit Ezreal. Dass ich jetzt denke, boah, ich bin stark, ich will fighten. Und dann kriege ich keine CS mehr. Break ist bald ab. Ich werde mal hier nicht für die Wave ulten. Oh, das ist ein sehr illegaler Weg gewesen. Okay, chillig. Schöner Catch. Ein Pot reicht doch auch. Ja, aber der Fight ging ja super lange. Wenn ich am Anfang des Fights instant meinen Pot geused hätte, hätte ich wahrscheinlich den zweiten Pot bis dahin auch drin, weißt du? Also ich hätte schon so 100 HP mehr gehabt. Alter, ist die geplatzt! Schade, meine Ult hat sogar connected. I wonder how strong my teammates are. I should ask them to train with me later. See if you can handle this. Aufpassen, dass die Kabel uns auch nicht flenkt, ne? Aber Emmel Tower bekommen. Verlinder für Top. Oh, TP. Na, hier der Rapplet wird mir schon ein bisschen witzig. Wo sind die Pots? Ja, die mussten weichen, die mussten weichen. Sonst wäre ich mit 800 Geld aus der Base gekommen, das wäre schon kacke. Ah, die Vayne ist scary, ne? Die Vayne ist sehr scary. Das weiß sie auch, dass sie scary ist. Es ist so unmöglich, Skillshot zu treffen gegen diesen Bastard-Scheiben, Alter. Und wenn ich einen treffe, bin ich ist die 2 Sekunden später wieder full life. Ah, der wird mir den nicht lassen, der Graves, oder? Oh doch, Ehre.
bist auf dem normalen Base. Das ist keine gute Idee. Wait. Ah, die Lulu hat nicht geultet, oder? Was hat das denn für Damage gerade? Wraith ist ja... ist ja ein Champion. Berlin ist Toplane Wraith. Ich move mal Bots hier, vielleicht kann ich hier was machen. Ich glaube, Bot wird gleich Action abgehen, wenn dann. Weil ich sollte die Mitte Wraith wieder nehmen. Golems und Mitte Wraith, I guess. Nur geht manchmal sogar mit 1k Gold aus der Base, ja, aber heißt ja nicht, dass es gut ist. Das wird dann wahrscheinlich in ganz spezifischen Situationen so sein, ne? Wenn er, keine Ahnung, für Horizon Focus oder Rabadons oder so geht und halt kein Gold hat für Needless die Large Shot. Das habe ich zum Beispiel gerade nur mit Divine Sundra überlebt, ne? Oh, scheiße. Halbe Sekunde auf E. Der hat mir ernsthaft 600 Schaden gemacht, nur mit seinem E. Ohne Lichbane. Ja, bis auf, dass ich da am Ende wieder in Range gelaufen bin, war es geil gespielt. Aber dass ich da in Echo-Range gelaufen bin, war sad. Jetzt sieht mir ein Drittel Leben ab mit dem Game. Also wenn er Lich Bane hätte, hätte ich jetzt den Damage verstanden, aber gut, der ist halt fett, ne? Was baut man jetzt? Cyril, das erscheint mir hier etwas Overkill. Gehen wir für Lifesteal hier? Gehen wir für eine Hydra? Gehen wir für eine Hydrierung? Oder wir gehen für Hydra. War eh Smite plus Red Buff. Ja, ja, true. Ah, wobei ich glaube, Red Buff hat. Das war Dark Harvest eher auch noch. Wer will ich jetzt surrendern? Warum? Hat er geraucht? Schade, das war eigentlich so geil gespielt, ne? Aber dann wollte ich zu viel. Serpent's Fang hier. Actually, ja. Oh, die Shit, Serpent's Fang ist hier Smurf. Und das ist sogar der Item-Build. Ich habe sogar perfekt gekauft. Ich wusste es. Am I really strong enough? Okay, da hat die Vayne aber die Montage-Musik ein bisschen zu laut gehabt. Wird hier noch weiter gefightet? Hier wird noch weiter gefightet. Nein, ich nehme B-Hit, ist er tot. Also ich merke schon, ich habe wirklich das Gefühl, ich muss mit Ezreal einfach übelst dumme Plays machen, damit der Champion worth ist, so. Also ich muss halt legit einfach rein, weil ich so tanky bin mit Divine Sundra gefühlt. Wenn ich das Game verliere, ist Demix Schild, ja. Aber vielleicht ist es auch kacke. Naja, Lulu Shield, Victor Shield, Echo Shield, Camille Shield. Hört sich ziemlich Smurf an, das Item hier, muss ich sagen. Hört sich ziemlich Smurf an hier. Wait, das ist jetzt sogar bei 35%? Das haben die um 10% gebufft. Ich dachte, die haben das nur um 5% gebufft. Crazy, ist ja übel broken, das Item. Oh, unser ganzer Jungle ist ab hier. Wow.
Wait, ihr macht den einfach. Wir sind drei Leute, Guys. Ach, der Echo hat sich einfach 5 Sekunden im Kreis gedreht, oder warum ist die Ulta? Was soll denn die Scheiße? Der hat einfach, der stand einfach nur auf der Stelle, der Bastard, oder was ist das? Mann. Also bis die Echo-Ult gehittet hat, war es ein gutes Play. Hatte ich Flash ready? Ich hätte maybe die Echo-Ult flashen können. Der Victor ist ein bisschen gehypt gerade. Der hat ein bisschen Bock. Okay, okay, Victor. Okay, we see you. Und tot. War ein guter Versuch. Lasst mich mitfighten, aber ich habe jetzt kein Baron. Oh, scheiße. Geht der Turbo daneben, die Ult? Ich push mal Bot weiter. Oh, war ja. Der ist einfach immer noch drin, what the fuck? Der Typ smoked ein bisschen zu viel. Wählt hier mal. Ich glaube, die haben nur mich gesehen. Das ist schon sehr bad. Alter. Alter, das war eigentlich ein sehr schlechtes Play von Grace, glaube ich. Dass das funktioniert. Wir haben legit keinen Baron mehr, ne? Dragon 40. Kann ich für die Kamel maybe gehen, ja? Oh Gott. Das war leider absolut die falsche Richtung. So, aufpassen, dass sie mich nicht killt. Guck mal hier, guck mal hier. Ja, in dem Game fühlt sich Ezreal geil an. Das Ding ist halt mit Ezreal, es ist trotzdem immer so ein... Wenn du Ezreal spielst, immer so ein Druck in der Luft. So, ich habe das Gefühl, egal wie fett ich bin mit Ezreal, wenn ich einen Fight missplaye, bin ich halt trotzdem überuseless. Weil meine Autotags halt so wenig von meinem Schaden sind. Das heißt, wenn ich einen dummen E nach vorne mache, einen Q misse, dann bin ich auf einmal da und mache 3 Sekunden keinen Damage. Meister. Wir sollten hier aufpassen. Die Vayne hat richtig Bock. Die Vayne hat Montage-Musik an. Das ist, was ich meinte. Habt ihr gerade gesehen? Aha. Ich möchte hier nicht mit... Ich nehme diesen Zug nicht an. GG. Ja, es könnte sein, dass jetzt offiziell mein Smurf über Main ist. Gucken wir mal. Ja, lass du dann perfekt. Protokoll.
Also Serpent's Fang hat sich auf jeden Fall schmackhaft angefühlt, würde ich sagen. Serpent's Fang. Zucker.